Liebe Leute, bevor das Video jetzt losgeht, wollte ich kurz etwas loswerden in eigener Sache. Eine kleine Info, die den ein oder anderen natürlich interessieren wird. Viele haben mir geschrieben, dass ich einen eigenen DayZ-Server eröffnen soll und diese Wege habe ich natürlich eingeleitet und da gehen auf jeden Fall Grüße und ein Riesendank an Nitrado raus, die mir natürlich extrem entgegengekommen sind, um dieses Projekt zu verwirklichen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was für eine Art von Server das sein wird. Ich habe hier mal eine kleine Karte erstellt, was mal so in diese Richtung gehen soll. Natürlich werden die ganzen Planungen und die ganzen Bearbeitungen auf den Server noch Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen steht hier auf der Karte auch unten drin, Mitte, Ende November wird dieser Server released. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wie das laufen wird von der PS4 auf die PS5 dieser Switch, ob wir diese Server dann auch übernehmen können. Ich gehe mal schwer davon aus, dass Nitrado das auf jeden Fall möglich macht. Und ihr habt es wahrscheinlich oben in der Ecke schon selber gesehen, aber unser Server wird den Namen tragen, Inferno. Ich fand, das passte ganz gut zu Teilzeitteufel, so Hölle, Inferno, Feuer, ihr wisst Bescheid, Qualen und so. Aber es werden natürlich sehr, sehr viele Informationen noch in den nächsten Tagen und Wochen kommen, liebe Leute. Wenn ihr möchtet, dürft ihr auch sehr, sehr gerne meinem Discord beitreten. Schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr meinen Discord und der wird sich dann auch später ändern in DayZ Inferno. Wir werden einen Killfeed haben, wir werden Safe Zones haben, wir werden einen PvP-Server haben mit 50% mehr Loot. So ist jetzt mal die Planung. Was sich natürlich im Laufe der Zeit noch etwas ändern kann. Deswegen tretet auf jeden Fall im Discord bei, so seid ihr immer wieder auf dem Laufenden. Und ich würde jetzt sagen, ich höre auf zu babbeln und lasse euch einfach das Video schauen. Liebe Leute, mehr Informationen kommen die Tage und die Wochen. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In dieser Folge sind wir noch auf dem A5-Server unterwegs und leider gab es auch in dieser Folge wieder in unseren eigenen Reihen Opfer, aber dafür hatten wir die absolut kranken Fights in Komarovo, in Pavlovo Military und in Zeleno, liebe Leute. Und dieses Mal hatte euer Sheriff richtige Waffen dabei. Tot oder nicht tot? Fünf. Einer ist tot. Ja. Ist dead. Hinter der Feuerwehr direkt. Ich sehe ihn, da pusht mich einer, der aimt direkt hierher. Und liebe Leute, natürlich, dass wir nicht immer nur hier den ernsten Karren aufspannen. Wir haben natürlich auch wieder absoluten Quatsch in Zeleno gemacht und hatten ein kleines Spielzeug mit dabei. People inside the prison, we are the sheriffs from Zeleno. My loneliness is killing me. No! Liebe Leute, an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, ich möchte euch nicht zu viel vorwegnehmen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, seid gespannt. Jetzt geht's los mit dem Video. Ja, da geht's schon los, Sehr schön. Ab geht die Luzi. Wo seid ihr? Und wartet kurz, ich muss erst was essen. Ich weiß nicht, wollt ihr direkt runter oder wollen wir trotzdem noch ein bisschen abscopen, gucken, was da so generell los ist? Ich würde schon vorsichtiger spielen, oder? Ja. Also Prison ist einer, sagst du, Schoko? Hm, ist einer drin. Könnte auf ja auch von den Schüssen klappen, ne? Sorry? Auf der Backsteinhalle sehe ich keinen. Da ist jetzt die Frage, was sollte der da alleine... Da hinten Prison? Rennt einer, hinterm Prison auf dem Feld. Läuft jetzt rüber zu diesem roten Container. Hinter der Mauer. Sie linke weg, Seite. Hm. Sind zwei Stück. Wo denn? Links die Schienen. Seht ihr die jetzt an der Mauer? Also nicht auf unserer Seite, sondern auf der anderen Seite. Den ja. Zombie. Ach, und da der rote Container. Der rote Container und dann jetzt wieder ein bisschen links da davon. Am gelben? Noch ein Stückchen weiter nach links. Ah, ich seh sie. Die laufen mit rüber, die laufen mit an die Mauer. Raus aus den links. Wenn du ganz nach links guckst. Genau. Ach, da hinten bei der, ja, ich hab auch kurz gesehen. Ja, willst du abfangen? Schon, ne? Willst du sie abfangen, oder? Ja, mir ist egal, wir sehen uns halt auch. Frage Kilometer ist halt, ob die weit, ne? Ja. Wo sind die jetzt hin? Ach da, jetzt sind sie direkt auf den Schienen, laufen zu diesem Camouflage-Dach. Zu den Stromgeneratoren läuft gerade einer. Ach da, ja, ich sehe ihn. Boah, das scheiß Blatt. Ja, ich würde es ja schon versuchen, ne? Aber dann verraten wir unsere Position und ist nicht sicher, dass ich hier von hier treffe. Nee, ich auch nicht. So geht's mir aber auch immer beim Snipen.
Aber wo ist der andere? Ah, der andere kommt auch. Da selbes Feld, wo der andere eben war. Ja, ich sehe so. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich auch. Ja, warum zeigt der aber genau? Oh, der läuft da unten auf der Straße, ja. Hat doch gesagt. Kommt der hoch? Okay, jetzt muss ich es gleich versuchen, ne? Ne, wer, wo denn? Auf, ach, unten da, bei, bei der Kuh. Ja, versuchen wir es? Einer hat getroffen von euch. Das war knapp. Das war ganz daneben. Ja, von mir aus können wir runter, ne? Ich müsste ihn eigentlich hart erwischt haben. Jo, ich bin auch dabei. Dann lass straight runter, oder? Selbst wenn, der eine hat doch eh nicht mehr viel Leben. Also wer ist bisher, wissen wir von zwei Spielern. Nee, drei. Ich glaube, da kannst du gleich eine weiße Fahne heben und sagen, hier bin ich. Ich habe im nächsten Häuschen. Ich komme zu dir. Vorsicht, übel viele Zombies vor der Türe. Bin auch reingeschlichen. Hier ist ein hier vor unserem Haus ist einer mit gelbem Armband gelaufen, gerade. Der ist hier direkt hier lang gelaufen. Ich hab CE-Fehler. Schon welchen CE-Fehler, ey, Kotze. Ja. Ich hab Schiss von der Nate. Ja, der ist hier. Uns können wir von dort, können wir von hier aus holen? Keine Ahnung, der läuft hier vor unserem Haus rum. Jetzt ist er wieder nach rechts. Weiß ich. Das ist neben dem Brown Haus. Ihr seid im Brown Haus, ne? Ja. Ja, der kam zu euch in die Richtung gelaufen. Und der ist zwischen eurem Haus und wenn ihr aus der Tür rausgeht, links. Ich hör's selbst, glaube ich. Oder? Jo. Nate. Wollen wir denen helfen gehen? Ich bin tot. Let's go. Nate, pass auf, wegen noch eine Nate. So, ich bin soweit. Warte. Ich mach auf. Oh, ist offen! Los geht's. Er ist tot. Ist tot. Ey, ich lebe noch. Noch wer tot von euch? Nein, warte. Das war aber weiter rechts. Wo ist der? Der ist bei uns im braunen Haus und Eingang. Der hat neue Sie. Scheiße. Ein Jude ist auch. Bei mir, hinter uns, Max. Ich hab ihn. Der ist dead. Ja, na klar, er hat sich hingelegt. Ja, klar. Du lebst noch? Ich leb noch. So, wir haben so viel Zombie-Akkos. Im braunen Haus ist nur einer, ne? Neues, wo bist du? Ich muss ganz kurz. Ich bin jetzt an dem roten Gebäude hinten. Lebt jetzt da noch jemand in dem Haus? Nein, da ist nur der Feind drin. Der hat aber schon zwei, hat einen Haufen Hits bekommen von mir noch. Ich bin im beigen Haus, ich blute. Ja, sorry, aber ich konnte Exi machen, ne? Nee, bist du machen. Schon. Es kotzt mich schon wieder an. Der hat einen Schuss gebraucht, um mich zu töten. Bei mir auch komischerweise. Wo ich ihn direkt auf den Kopf gehalten habe. Ich dachte mir, ich mach mal das Richtige und aim die Tür tot. Ja. Leider ist das nicht. Bist du im beigen Haus? Ich bin im beige, ja. Weißt wie Dusel wir hatten, Bex? Na, ich hab die Schüsse hinter mir noch gehört. Ja, wir können da noch nicht mal ranpushen, weil hier noch so viele Zombies rumstehen. Ja. Und direkt wieder Aggro. Also die Straße, wo bei dir reingeht, geradeaus weiter. Und dann Richtung Bahnhofseite erstmal in den Wald und spotten nochmal ab. Das könnten wir machen, ja. Okay. Aber hier kommst du durch. Oh scheiße, Bex. Oh, das Feeling. Das müssen definitiv zwei Teams gewesen sein. Weil dem, wo ich abgeknallt habe, hatte eine grüne Armbinde und du hast einen mit einer gelben gesehen. Oder die haben einfach Bock, irgendwas anzuziehen. Ich gehe mal ein bisschen weiter vor, wo der Wald ein bisschen lichter wird, dass ich ein bisschen besseren Blick habe. Direkt runter, oder? Ja, du gibst den Weg vor. Okay. Oh, nice, eine Biker. Ich hab da richtig Bock drauf. Boah, wird der Weg lang hier, ne? Ja! Und mich schüttelt's grad. Kennst du das? Ja! Ich fühle mich gerade so beobachtet. Keine Ausdauer,
Keine Ausdauer? Ich hätte die Adrenalinspritze nehmen sollen, nicht Depp. Das Papa, wenn zum Biss halt. Das seid ihr da, gell, an der Garage? Ja. Ja. Okay. Bin ich gerade. Wer ist hinter mir? Feuerwehr kann ich auch nix erkennen. So, ich mach jetzt die Tür auf und dann abmarsch rein ins Prison, oder was? Warte, ich geh mit der Weiger. Wenn da was drin ist, dann ist es jetzt Konfetti, wenn ich's treffe. Ja, komm ran da, oder? Oh ja, hier sind Fliegen, hier sind Fliegen. Wir können die doch nicht sterben lassen. Jetzt kommen die, sind die jetzt gerade rumgerannt, sind gelootet. Wir kommen jetzt hier, ich krieg jetzt einen One-Shot. Du guckst so um, ich guck runter. Ich hab oben einen Blick, ich hab oben einen Blick, ich geh hoch. Ich mach Tür zu. Also Neues, wir sind im Prison. Jo, ich bin auch richtig, ich bin gerade bei den Generatorräumen. Raum ist gut, Raum ist gut. Ziehen wir gleich durch, oder? Jo. Gar nicht so lange warten. Komm, ich mach auf. Ich push gleich nach links. Eine M4? Hm. Hat wir noch Magazin dafür? Kann ich droppen, ja. Mit dem. Das ist erstmal ja. Feuerwehr. Ordnung. Wer ist da gerade in eine Baracke rein? Ich. Ich push zur Feuerwehr, ich mach jetzt keine halben Sachen mehr. Komm her! Ich hab Tourette, ich hab Zuckung. Ah ne, das sind ja Spastiken. Ich frage mich einfach, was muss ich ein Sniper denken, wenn du so irgendwo im Busch liegst, Alter, und das machst. Ich hab hier einen Schakal kaputt gemacht. Okay, dann let's go. Spieler. Auf dem Militär. Dann hinter! Oder? Was heißt Military? Die laufen gerade zwischen den ganzen Packen rum. Wie viele? Ich habe gerade mehrere Personen, weil sich das gerade aufgebaut hat alles. Ich push zu den Öltanks. Ich bin jetzt direkt an den Baracken dran. Die waren hier an den Baracken. Ja, da vorne. Ah, da vorne laufen. Alter, wie viele das sind. Wie viele denn? Oh. Drei. Vier. Tot oder nicht tot? Fünf. Einer ist tot. Ich zögere jetzt nicht mehr. Einer ist dead. Also, 4 gegen 4. Die sind jetzt hinten an der Rampe. Ja, alles sehe ich. Ich umlauf die rechts. Och man, Zombie. Ich bin jetzt an der roten Halle. Ich kann nicht schießen, es leckt bei mir wie Sau, Alter. Es geht gar nichts. Hier ist einer. Gelbe Armbinde. Ich kann nicht. Ich bin unconscious, 3 Schnittwunden. Wo bist du? Hinter der Feuerwehr. Wir eben warten. Ich hab aber einen. Das war Schakal. Nein! Schakal, Digga, das tut mir wahnsinnig leid. Oh, passt schon. Ich glaube, wir sind sorry. So viel miteinander. Es hieß nur hinter der Feuerwehr. Bin ich. Wer ist in der Feuerwehr? Ich und 9. Tür geht auf. Oh. Das bin ich. Na super, jetzt haben wir wieder neu gekriegt. Oh Mann, ey. Schakal, das tut mir mega, mega leid. Ich nehme deine Waffe, Schakal. Wo bist denn du? Da, wo du... Hinter der Feuerwehr direkt. Ich seh ihn. Da pusht mich einer. Der aimt direkt hierher. Jungs, ich brauche dezent Hilfe hier an der Mauer. Die sind hier an der Mauer. Hintere Türe, Feuerwehr. Ja, ich sitze hier auch noch im Busch. Ne? Einer ist tot. Wer kam aus der Feuerwehr rausgelaufen von euch? Ich. Vorsicht, die sind hinter dir an der Mauer, gell? Ich hab rot blinkendes Leben, ich muss in die Feuerwehr. Ich bin bei dir, lauf rein. Schakal, das tut mir so leid, Mann. Hab doch schon schlechtes Gewissen, das passt schon, alles gut. Bei mir steppt einer rechts. Rechts an der Türe, Neues! Vorsicht, bevor die hier reinrennt. Ich hab die andere Tür noch. Nice. Hab halt kein Codein oder sonst was.
Warte, ich drück dir gleich eine. Wir sind alle nach Feuerwehr, ja? Wo ist die Codein? Wo ist die Codein? Da ist die Codein. Ich drück dir kurz eine. Vor allem ist der eine mit dem gelben Armer direkt in uns reingerannt hinter der Feuerwehr. Ich konnte mich gerade noch so mit dem traden. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Soll ich die Tür zu machen sehen? Musst aufpassen. Vorsicht, vordere Türe. Wer ist vorne an der Türe, Feuerwehr? Die rote, das bin ich. Okay, nice. Perfekt. Unten rennt einer. Lieblingsgarage. Lieblingsgarage? Ja, ist jetzt an der L-Baracke beim Prison. Ich weiß nicht. Ich geh mal hoch in den Turm, ich kann hier unten eh nicht so viel machen. Ich bin an der Treppe, ja, nicht schießen. Der Zombie-Aggro an der L-Baracke. Seh ich, bin jetzt oben im Turm. Der läuft oben rum. Der ist so einfach. Ah ja, ich seh ihn da am Fenster. Du kriegst ihn so. Oh. Wer wechselt da gerade Waffen? Das war ich. Ich hab auch gewechselt auf den Mosi. Oh, oh, oben, yeah. Ne, rechtes Fenster. Oh ja, oh Gott. Ich weiß halt nicht, ob der auf mich piekt. Sonst würde ich mal pieken. Ich kann ihn ablenken, dass du ihn holen kannst. Sollen wir es probieren? Rechten Fenster, wenn du willst. Oh, der ist richtig mittig. Ich probiere es. Ich renne jetzt hier in meinem Raum einfach hin und her. Krankscheiße. Schuss ging nicht durch. Shit, okay. Fuck. Diese scheiß Scheibe, ne? Aber der hatte Fokus voll auf mich, ne? Das kann sein. Die Tür geht auf, der rennt raus. Hinter die Mauer bei der Garage. Ja, ich sehe ihn da. Oha, was geht da hinten ab? Jetzt ist er bei den Containern. Tür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Leiter? Tower? Wer kommt hier hoch? Wir nicht. Ey, wer ist denn bei mir auf der Etage? Er hat mich. Wir haben uns getradet, glaube ich. Ey, wie kann der denn... Ach. Ich push hoch. Was ist das? Ja, der ist dead. Hab ich den links noch? Nee, der war nur unconscious. Jetzt ist er tot. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Nachdem es hier in Celeno natürlich leicht für uns nach hinten losgegangen ist und unsere Leute wieder in Pavlovo sind, dachten wir, wir bewegen uns auch mal nach Pavlovo Military. Guten Tag, guten Tag. Ich komm rein, Jungs. Alles klar, Spendi. Okay, alles. Guten Tag! Klar. Schönen guten Tag, Herr Teufel. Na? Was macht der Lachs? Sammelt sich der Misthaufen von der Sekt her wieder, hä? Jawohl. Du kriegst meine VSD wieder. Lex? Nö. Oder willst du behalten? Nee. Dankeschön. Braucht jemand Muni von euch irgendwie? Ihr Sheriff ist schon gerade überfallen. Er hat mir eine VSD weggenommen. Von wem? Ich hab dich vorher getroffen. So, guter Herr, bitte einmal Personalien. Ich hab doch gar nichts gemacht, ich bin noch unschuldig. Bitte einmal an die Wand, Beine breit bitte. Ja, bitte einmal an die Wand, an die Wand. Ich sehe es kommen, jetzt werden wir gleich abgeknallt. Ich touch ihn mal ab, ob er eine Waffe hat. Ja, in der Hose. Warte. Ich glaube, das ist nichts für uns hier. Ja, geht mal bitte ins Zimmer hoch, das ist jetzt gerade privat. Jetzt wird's komisch, ne? Ihr braucht euer Privatstereo. Dann hier ist einer Richtung. Drin, hier ist einer drin. Der ist schon die Treppe zu euch hoch. Das ist dieser Naxri. Ah ja, er gibt sich. Alles gut. Ja, okay, gut. Weiter. Die Schüsse bei euch? Nee, oder? Ich mach mal wir kurz. Wir müssen, glaube ich, hier die Hügel hoch. Hoch und rüber. Yo, Bro.
Step your... drop your clothes. Nice, yeah, drop your clothes. And step back. So, what you do here, man? You alone? Yeah, I'll just spawn there. Oh, okay. Take your clothes on, come on, guy. Take your clothes on. Thank you. So, what's your plan for now? I don't know, probably go to the airfield. Oh, airfield, man. That's a long way. Absolutely. It's rainy, it's cold, yeah, it's long. So, I can help you. Just for a few minutes, I give you multis, so you can run into the rain. Thank you. Do you need something to drink or to eat? Nah, I've got food on me, thanks. Oh, okay, nice. Can I go now? Yeah, of course, of course. So, I hope you don't shoot outside. Nah, thanks for not killing me. Bye, man. Oh, yeah. Boy. Bye, bye. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht nach hinten losgeht. Wo bist du denn? Ja, dann gehen wir wieder Richtung Küste runter, oder? Würde ich sagen. Ja, dann sag ich ihm jetzt, dass wir losgehen. Wer ist denn krank? Ich hab mir gerade aber schon Medikament geschmissen. Steffen, bist du ein Bambi? Nein. Okay. Wer schnetzt da hinten ein Zombie unter der Mauer? Ist das einer von uns? Ich. Autopons! Auto. War die Schüsse? Ja, das sind wir. Ich hab den Ghillie verpasst, Leute. Brauchen eine bessere Posi. Ich bin dead. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Ich hätte natürlich nachladen sollen, das war natürlich absolut mein Fehler. Aber ich bin wieder in Kamenka gespawnt und weiter geht die Action. Ne, der hat ein grünes Armband. Wer ist denn das? Keiner von uns. Warum aimt denn der auf mich? Ich renne hier jetzt gerade rum wie ein Gestörter. Ich habe hier auch gerade einen Gamm. Du bist es, glaube ich. Du bist gerade übers Feld gerannt. Nein. Ich muss erstmal kurz einen Zombie aus dem Spiel nehmen. Sag mir mal ungefähr, wo die sind. Da hängt noch einer auf mich. Warte, Bex, bist du das, wo er gerade auf die Straße rennt? Ja. Ja, pass auf, da vorne waren die zwei. Da, wo das beige Haus ist. Mhm. Crazy. Ortseingang. Ist das bei mir, wer ist das? Ach, ich bin's. Okay. Hier ist gerade noch ein Bambi gespawnt. Digga, also da ist ja gar nichts mehr da. Da sind zwei Bambis sogar. Nee, das sind wir. Oder? Schüsse? Ja, ich seh'n. Wo? Hinterm Double. Ja, der Ghillie. Scheiße, ich hab nur eine VSD, Mann. Wo ist er denn, der Ghillie? Der rennt jetzt ins Doppel. Ins Double Green, Double Brown jetzt. Ja. Ich hab den Cowboy-Hut wieder auf, Leute. Wer auf wen? Hier drin? Ja. Der ist immer noch da drin. Ich hab halt nur eine Pistole. Zombies, komm. Ich kann ihnen eine Mosin geben, ich hab noch Magazine full. Wer schießt da gerade auf wen? Ich gerade auf den Zombie. Ich muss den anderen kurz einsperren. Ich push zur Police. Wenn es jetzt mal nicht falsch war, was ich da erzählt habe. Hey, ich bin tot. Der ist nicht mehr da. Der war draußen gerade. Wo ist der raus? Das bin ich. Okay, du stehst direkt an der Türe, ne? Jetzt gerade. Ja. Okay. Schüsse kamen Straße entlang. Ja, von rechts, gell? Ich bin an euren Leichen. Vorsicht, da kam aber irgendwo gerade der Schuss her. Ja, Schüsse auf mich. Ich sehe nichts. Schau nicht. Ich komme in die Police. Jetzt pass auf, ich geh raus aus der Police Bags. Und versuch auf der anderen Straßenseite deine Höhe zu haben, ja? Ja. Ich hab halt nur eine Glocke, ne? Warte, Luke, ich komm mit. Jo. Ich will nur hinten raus aus der Police. Also nicht vorne.
Bex, wenn du zum Double Ground, wo ich davor stand, hinkommst. Ich hab eine K74 überall gehabt. Ich bin jetzt auf deiner Höhe, Bex. Ich push ein Haus weiter vor auf der rechten Seite. Ich bin mit. Bin jetzt schon im Joel Gebäude. Joel Online hat mich geholt. Ich bin rechts neben dem Gebäude. Mhm. Gott, Tego hat dich geholt, Luca. Okay. Da läuft ein Bambi. Warte mal, ich bin hier. Mit so einem Gestreiften, an dem Auto. Ja, genau. Gilly sitzt oben im Haus drinne. Oben im Haus, ich seh ihn. Welches Haus? Double Brown. Aim auch aus dem Fenster. So bei euch. Ich bin bei dir, ich hab zwar nur eine Pistole, aber. Bist du schon hoch? Der ist tot. Stark, ich komm rein. Die ist weg vom Fenster. Stark gemacht, Digga. Da läuft noch ein Bambi auf der Straße. Ja, solange der keine Waffe hat, juckt's nicht. Ich komm rein. Auch da. Nice, Leute. Schakal, du Biest, Alter. Das musst du erzählen, den Wegser musst du mir holen, den musst du mir krallen, Alter. Zweimal, besser. Also irgendwann jetzt auch hier. Darf ich die Tundra haben? Du kannst die Tundra gerne nehmen, aber ich hab auch keine Munde mehr. Hat einer eventuell noch einen M4, Mac? Hier, ja. Brauchst du die M4? Ich hab eine M4. Ich brauch nur Max. Ja, guck mal, der hat mein Stuff, das sehe ich sofort. Ich glaube, der Bambi kommt rein, Leute. Ja, ganz komisch kommt er rein. Hat nur die Türe aufgemacht. Ja, lass hier raus, lass den wegpushen. Ich geh. Bin bei dir. Nate. Wow. Ah. Nochmal zu, oder? Ja, warte, der hat oben auch noch Granaten. Kann man die aus dem Fenster rausschmeißen? Vorsicht! Der rennt mir da rein! Bex, warst du das? Ja, warum seid ihr denn nicht direkt raus, als die Nate kam? Nee, der hat gerade eben wieder die Türe aufgemacht und dann habe ich angefangen zu schießen. Da unten läuft einer. Ja, kriegst du ihn von hier? Sollen wir direkt erschießen, ja, okay. Ja, freilich. Gar nicht zögern jetzt. Jetzt ist es zu gefährlich. Wo ist er? Hinterm braunen Haus, ne? Ja, ich glaube, der ist ins Braune. Ich würde gerne nur hier raus, Leute. Ja, dann? Ich mach mal kurz hier auf und mach die Zombies kalt. Ich geh mal hoch ins Fenster, hab ich besseren Blick. Von wo schaut der denn? Vom braunen Haus aus diesem. Bei mir. Ich bin unconscious. Wo ist er? Im braunen Haus. 4 Schnittwunden, ich bin tot. Nein! Digga! Ist tot, ist dead. Du hast mich erschossen. Das warst du? Ja, natürlich. Oh, sagst du doch einer. Ich bin hier gerade gespawnt. Oben hier in dem Haus sitzt einer. Das hier bin ich. Ich gehe jetzt hoch in das Haus. Ich bin schon fast tot. In dem braunen Haus hier oben, ne? Ja. Ist dead. Gut, ich auch. Na gut, das schaffe ich nicht. Blut leer, alles leer. Ich probiere es, aber ich habe nur eine Bandage. Mehr habe ich nicht. Ich habe keinen Sound mehr. Shit. Ja, dead. Okay, dann Bex hat ja nur ein CE, der ist ja nicht dead. Mhm. Hier ist noch eine Mosin, die ich mal mitnehme, vorsichtshalber. Oh, hier draußen lootet einer, ein Spieler, hier lootet draußen Leiche. Wer hat eine orangene Armbinde? Ja, ich bin... Schoko! Da lag ein anderer, der hat gerade noch gelootet. Ach, ist der Schoko abgeknallt? Ja, Mann, Alter. Ich seh ihn. Ja. Dann gib ihm die Sporen. Wo ist denn der? Das ist mir jetzt gerade hier alles ein bisschen zu chaotisch. Ist dead.
Ingo. Stark. Ja, wir pushen heute ein bisschen Lukas seine KD hoch. Du warst ja meine Schuld, aber ich war auch One-Shot, ne? Ja. Nee, bei Schoki, tut mir leid. Du bist nur gerade rausgerannt, als ich runtergerannt bin. Ja, und dann dachte ich, das bist. Ja. Hey, wir würden nicht überleben, wenn es drum geht. Jeder kleine hier. Geil. Kleine Info hier am Rande, nachdem wir hier den absoluten Fight in Komarovo haben, Grüße gehen auf jeden Fall an die Leute raus, gegen die wir gefightet haben, sind wir nochmal nach Zeleno gerannt, um einfach nochmal dort ein bisschen Interaktion zu bekommen. Und wir hatten natürlich das kleine Spielzeug dabei, ein Megafon. Und es war schon Real Life so spät, dass unsere Gehirnzellen auch schon halber am Schlafen waren. Hallo! Liebe Leute, hier in Zeleno! Oh, scheiße. Glaub, jetzt geht's nicht. Ja, muss mal richtig hin, aber immer lauter. Er muss was halten. Hallo! Camper, schieß einmal! Camper, schieß einmal! Camper, shot one time! Liebe Bewohner von Zeleno! Die Sheriffs sind da! Die Wildlife Troopers! Nice! Das einzigste, ich habe jetzt keine Waffe in der Hand und Henry rennt hier rum wie ein Behinderter. Ich hab ein Herz. People from Zeleno! Alter, das hört sich an wie 45. People from Zeleno! We are friendly people! Das hat sich in den Ohren vibriert. Sprissen ist zu, sonst ist alles auf. Oh, okay. Gesehen, people ja. Inside the prison! We are the sheriffs from Zeleno! Die sind so tot. People in the prison. We are the sheriffs from Zeleno. So, liebe Leute, wir gehen jetzt einfach mal hier absolut sterben. Oh, es ruckelt schon wie Arsch. When you shoot, we have to kill you. Normally we are friendly people. Please come outside, drop your weapon, and lay on the ground. Ah, das ist ja eine Mauer. Don't shoot, my friend. Don't shoot. Now we are the sheriffs here. Hello. Come outside the prison. Ist doch hoch. Come outside of the prison, lay on the ground, drop your weapon, everything is good. Wen erinnert er mich? Ey, wenn ihr da drin Deutsch seid, hey, die Sheriffs sind da von Zeleno, kommt mal raus hier, legt euch auf den Boden, schmeißt eure Waffen weg, ihr wisst Bescheid, ansonsten müsst ihr sterben. Ah, da ist ja einer, genau, jetzt kommst du mal raus, wir sind nämlich ein paar Leute mehr wie du. Perfekt, jetzt legst du dich mal bitte auf den Boden. Auf den Boden, ansonsten stirbst du, sorry. So, lay on the ground, man. Mann, Schakal, Alter. Ich sehe deinen Namen doch von da hinten nicht. Someone here in Zeleno. Shoot one time. My loneliness is killing me. Was ist mit dir? Geil. Ich bin so alleine, ich suche Freunde. Hallo? Ich möchte nur Freundschaften schließen. Möchte einer von euch mal das Megafon übernehmen? Nee, danke. Ich drop das mal hierher. Der, wo es will, kann es nehmen. Wie du gesungen hast, geil.
Das Problem ist, ich höre das gar nicht richtig. Hallo! Vorsicht damit, Alter. Das ist schon Alter, wenn du mit zusammen in Zug bist, einfach. Oh Mann, Alter. Ich hab gerade was. Mann. Herr Teufel. Bitte zur Rettungssektion. Oh Mann, Alter. Ja, hier ist kein Mensch in Celeno. Hier in Celeno geht ja mal absolut nichts ab. Ich würde sagen, diese Stadt haben wir natürlich wieder erfolgreich eingenommen. Trafnix, hinter dir kommt ein Zombie. Das ist auch die einzigste Bedrohung hier, weil alle Lappen hier in Celeno, die haben es einfach nicht drauf. Aber garantiert nicht bei mir. Yo, Bro. What you doing here? Yo, Tile is it too far. I met you before. What's up? Hey, my loneliness is killing me. I remember you came to my base in a camera of Odogs. You guys were pretty friendly. Oh, holy shit, yeah, man. You're right. Hey, Leute, warum funktioniert mein Schnellzugriff nicht? Das ist verbuggt. Mach mal ein Emote oder so. Hat wer einen Schluck zu trinken? Nope. Ja, hab ich. Ja. I'm not the one that shot at you guys, by the way. Someone else came here with me. Okay, no, it's okay. So you two guys, or what? I have a gun, but... I don't know. Okay, so I hope we can trust you. I kinda just wanted to say hi. If you let me in, I'll drop it. Yeah, who are you? I'm kinda bored. I'm down to be your guys' hostage if you want. Come on, John. No. You know, we are friendly people. But I want to find friends in Celeno. If I come to the front door, are you gonna shoot me? Why? Huh? Why you wanna die? I don't wanna die. I was just asking if you guys were gonna shoot me. No, we don't shoot. This guy is aiming on the door, but I don't shoot. I met you guys in, what was it, a town over? I mean, I kind of understand. I was following you guys around, so you shot me. I would have shot me too. I promise. I don't shot. But I don't know what my people think. Me? What's me? I shoot you in the face. Oh, Shoko killed you. Now we have to kill Shoko. That's the right thing. You killed a good guy. I'm coming through the front door. Okay, don't shoot. Yeah, nice, perfect. What's up, buddy? What's up? He's loud with this stuff? No, I could hear you. We were in like the field over there and I could hear you. I thought you were on the you know, the little intercoms that you can get on for the battery. Okay. I think it's a little louder. Why you put your clothes off, man? You wanna have fun? I was just showing you. Leute, was ist der Plan jetzt? So. Ja, eigentlich töten, aber irgendwie ist hier in Celeno nichts los. Hey, ihr ganzen Camper da draußen im Wald, kommt, schießt doch einfach mal. Wir wissen, dass ihr da seid. Wir wissen ganz genau, dass ihr hier irgendwo sitzt. Na kommt, ihr aimt bestimmt schon hier alle Gebäude ab. Kommt schon, liebe Leute, lasst es mal rauskrachen. Verdammt. Lasst es mal rauskrachen. You guys want to judge my German? I know a few German words. Yeah, told me, man. So I know get weg, which I think is go away, right? Yeah, geh weg. Nice. Freundlich, Freund, half, kommen Sie in Fick dich. Okay, you know, Fick dich is fuck you, you know? Yeah. Every time I find a group, it's always a huge group of Germans. You guys don't play around. So, liebe Leute, nachdem wir hier noch einen Friendly-Spieler in Celeno getroffen haben, würde ich sagen, wir wären jetzt schon wieder am Ende von diesem Video. Ihr wisst Bescheid, über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich natürlich mega freuen.
Bleibt auf jeden Fall am Ball. Mein Server Inferno wird in Kürze an den Start gehen, liebe Leute. Und hier in der Endscene habe ich natürlich für euch noch andere DayZ-Videos vorbereitet. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere noch gar nicht. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.